Eine der besten Möglichkeiten, am Windenbach XP und Silber zu machen, ist es, auf Hasel zu angeln. Hasel lohnt, wenn man das vergleicht, von den XP alleine schon ein Vielfaches mehr als auf Giebel und Karauschen. Und hier an der Stelle lübt es mal wieder. Also, es läuft tatsächlich ganz gut. Darkmind Assessor hatte da einen schönen Beitrag auch im Discord gepostet. Link zum Discord ist unterm Video. Und da stand er dann hier an der Stelle mit Stippe. Schön entspannt auf Stippe und hat dann hier so eins nach dem anderen rausgezogen. Und war dann, glaube ich, in der Zwischenzeit irgendwas bei 5, 6 Trophies sogar hier an der Stelle. Hat also richtig gut Hasel XP und Silber gemacht. Also der Hasel lohnt, gerade eben auch vom Silber her. Da gucken wir natürlich auch gleich mal rein. Und ich bin jetzt hier gerade hin, habe ein bisschen rumprobiert. Ja, es sind auch schon die ersten größeren reingegangen hier. Die wollen wir haben. 170 plus am besten oder 100 plus. Das lohnt dann, die etwas größeren. Dann kriegen wir auch richtig gut Cash zusammen. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von der Stippe. Ich habe das gerade schon ein bisschen rumprobiert. Ja, funktioniert natürlich auch. Kann man natürlich auch machen mit der Stippe. Aber ich bin da immer so ein bisschen zu bequem und manchmal hakt das dann auch nicht so richtig und so Sachen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, Alter, geh doch einfach mal hier mit der günstigsten Bolognese-Route, die man hat, rein. Zeige ich gleich auch nochmal. Wir gucken am besten gleich auch nochmal ganz kurz in den Shop rein, was denn das gesamte Setup so kostet. Ansonsten auch einfach nochmal reingucken in das Video, was kaufen unter Level 20. Ich verlinke das nochmal für die absoluten Basics. Da einfach mal reingucken. Ist auch in der gesamten Playlist mit drin, dieses Video. Der Tutorial Playlist. Also wenn man hier anfängt im Game und viel Silber benötigt und gut XP machen will, dann ist das hier ideal. Und wie gesagt, die Playlist auch ideal. Also Tutorial Playlist. Auf jeden Fall mal reingucken. Alle Infos zum Game. Ja, auf Hasel. Wie gehen wir auf Hasel? Es gibt verschiedene Tiefen, die wir einstellen können. Was essentiell ist, ich sag mal, oder was immer gut funktioniert, ist so ab 35 cm Tiefe. Und dann kann man aber auch mal auch runtergehen bis zu 80 cm Tiefe. Das heißt, wenn man auf 35 cm Tiefe die ganze Zeit nichts bekommt, dann ruhig auch mal so in Richtung 60 cm mal runtergehen oder dann sogar mal bis 80. Aber je tiefer man kommt, umso eher hat man dann eben auch nochmal andere Fische mit dabei. Auch sowas mal wie einen Gründling oder so. Zack, next. Na, die Rotaugen ballern auch hier mit rein. Nehmen wir aber auch gerne mit. Einfach alles mitnehmen, was da ist. Denn es gibt ja natürlich auch immer wieder verschiedene Kaffeeaufträge, die wir hier abschließen wollen. Auch für Unmaßige tatsächlich. Und das lohnt sich dann eben auch nochmal richtig. Also, vom Auswerfen her, vom Ablauf her. Ich mache mal, ja, wir fangen mal an mit einer Stippe. Und wir bauen mal ein Setup Stippe zusammen. Beziehungsweise habe ich überhaupt noch die Basic, die Basisstippe? Ich glaube, ich habe die schon gar nicht mehr. Die blaue, ganz normale, kleine, kurze Stippe habe ich tatsächlich nicht mehr. Ich nehme mal hier die olle Haselnussrute, den ollen Stock. So, auch schön Basic. Hier gehen wir aber ein bisschen feiner auch rein. Ne? Wir gehen mal hier ein bisschen feiner und leichter rein. Was übrigens auch immer wieder gut funktioniert, was eine Möglichkeit wäre, ist Microbraid. 2,8 Kilo Microbraid, 0,04 mm. Wir testen das einfach mal ohne Vorfach jetzt in dem Fall. Und dann einen, ich sag mal, 18er Haken bis zu einem 16er Haken. Die kann man alle verwenden. 18er Haken würde ich, glaube ich, als Minimum nehmen. Darunter würde ich, glaube ich, gar nicht gehen für Hasel. Wir wollen ja nicht die kleinen, wir wollen ja die dicken Brocken. Deswegen nehme ich hier einfach auch nochmal den 16er Haken und Caster. Caster ist ein absoluter Klassiker. Darkmind Assessor hatte es wohl auch probiert hier mit Borkenkäferlarve. Wenn man später dann schon geskillt ist, kann man zwei Köder verwenden. Er hatte dann hier Borkenkäferlarve und einen Mistwurm genommen und darauf dann gut gefangen. Aber wir fangen erstmal hier mit der Stippe Basic an.
Wir stellen die Tiefe ein, wie gesagt, erstmal so auf 35 cm. So. Und dann so bis 45% ungefähr aufladen, dass man so ein bisschen weiter rauskommt und dann locker treiben lassen. Je nachdem, was man für eine Pose hat, ist eigentlich wurscht. Hauptsache, die Pose ist dran und trägt den Köder. Und dann lüppt das hier auch. So, und dann muss man natürlich immer wieder schauen, dass wir die Strecke, die wir hier haben, auch immer wieder neu abfahren. Also, auswerfen. Zack. Mit so ein bisschen Schwung. Nicht so viel Schnur auf dem Wasser lassen. Also nicht das Ganze hier so rumbommeln lassen. Sondern alles so ein bisschen nah beieinander, damit der Anhieb genau in dem Moment auch kommt, wo der Fisch richtig runterzieht. Manche zuppeln erst so ein bisschen. Das sind häufig die Rotaugen, die spielen so ein bisschen dran rum. Und da zuppelt auch, glaube ich, schon was. Immer so ein bisschen hinterherlaufen und trotzdem nicht gehakt. Passiert. Passiert einfach immer wieder. So, mal ein bisschen weiter raus. Andere Möglichkeit ist es, ein bisschen zur Seite zu ziehen. Also anstatt nach oben, dann direkt, oh, der war viel zu heftig, direkt ein bisschen zur Seite zu ziehen. Kann man natürlich auch machen. Und ich würde viel auch so ein bisschen laufen. Wenn ihr merkt, ihr habt irgendwie zu viel Schnur da, vielleicht einfach nach hinten laufen, dann treibt die Pose weiter, einfach so ein paar Schritte wieder nach vorne laufen, Stück für Stück und immer gucken, dass, wie gesagt, nicht zu viel Schnur auf dem Wasser ist. Und dann klappt das mal mehr, mal weniger. Und der nächste Hasel mit 100 Gramm. Also, auch das mit der Stippe funktioniert natürlich. Nichtsdestotrotz bin ich doch eher dann beim Posenangeln mit Rolle zu Hause. Also, das finde ich doch deutlich angenehmer, als eben hier mit dem Stock zu versuchen, dass ein Fisch hakt. Mit der Rolle, mit dem Einkurbeln geht es dann doch deutlich einfacher und wir können vor allem auch die Köder oder ja doch den Köder länger treiben lassen, also länger durch das Wasser ziehen lassen. Rams 161. Also auch das funktioniert hier sehr, sehr gut. Die letzten Brocken jetzt hier auch reingegangen, einfach nur auf dem Caster und einem 16er Haken und das hier mit der Snake Micro Braid, also die dünnste Schnur im Game. Die ist nicht so super günstig, die muss man sich erstmal leisten können. Man fängt natürlich an, vielleicht mit der ganz günstigen hier normalen Monoschnur. Man kann auch sehr gut, gerade wenn man Stipper ist, mit dieser Schnur hier rumhantieren. Und zwar die Invisible Monoschnur. Auch das eine absolute Empfehlung. Auch das wird schon so gezeigt im Was-Kaufen-Video, also in den Anfänger-Tutorials auch zum Stippen. Monoschnur hat nochmal eine Dehnung extra und macht dann den Drill quasi mit der Stippe, macht das dann das Angeln nochmal ein bisschen leichter. Sie ist ein bisschen dicker, aber hier die Invisible ist auch sehr, sehr transparent. Also auch das funktioniert richtig gut. So, wenn wir dann keinen Bock mehr haben auf das Stippen, dann gehen wir shoppen. Und zwar die billigste Bolognese-Route. Fürs Bolognese-Angeln benötigen wir ein paar Skillpunkte. Und zwar bis hier vorne hin. Was werden das sein? 15%, 20% im Posenangeln. Also so ein bisschen Prozente muss man schon haben. So ein bisschen quälen muss man sich mit der Stippe. Und dann geht es hier rein ins Shoppen, Angelroute, Bolognese-Route. Und hier ist direkt die erste, die billigste. Die kostet ja knappe 60 Silber. Das Ding reicht. Man kann sich auch die längere holen. Muss aber nicht, weil an den meisten Stellen angelt man eh sehr nah am Ufer und mit dieser längeren Stippe ist es auch manchmal schwieriger, nochmal diesen Anschlag zu setzen. Also das kurze Dingen einfach und dazu nehmen wir die billigste Stationärrolle im Game. Hier können wir die 3000er nehmen zum Beispiel, kostet nochmal ungefähr einen 10er, da sind wir jetzt also bei 70 Silber. Dazu dann die Angelschnüre, gehen wir mal hier auf die Mono, von der Tragfähigkeit gerade nochmal eben gucken. Die hält aus 3,8 Kilo. Perfekt. Das heißt, jetzt nehmen wir die Angelschnur, Monofil und dann gehen wir hier auf die, wo ist sie, die Invisible? Da ist sie doch. Invisible, egal welche Farbe. Können wir auch die jetzt hier einfach nehmen. Okay, ist ausverkauft. Na, wir brauchen doch hier eine in dem Bereich. 3,3 brauchen wir. Na guck, die grüne ist noch vorhanden, 3,7, genau die wollen wir haben, kostet 70, also so viel wie das gesamte Setup,
aber sie ist es wert. Also, wenn man da nochmal rein investiert, damit fängt man eben auch nochmal deutlich besser, weil sie eben richtig schön transparent ist. Oder wie gerade eben schon gesagt, gerade auch auf der Bollo können wir auch richtig gut die Braid nehmen, die geflochtene. Und dann nehmen wir hier die Micro Braid. Kostet aber nochmal mehr mit 3,7. Also, oder wir nehmen ja hier die ganz dünne. Haben wir hier noch auch ausverkauft. Alter, hier ist einfach alles ausverkauft. Ihr kauft so viel, ey. Ultra Braid, Micro Braid wollen wir. Ja, die müssen wir auf jeden Fall haben. Die ganz dünne hier. Die dickere würde ich schon gar nicht mehr nehmen. Kann man nehmen zur Not. Aber wenn man schon 100 Silber ausgibt, dann am besten auch direkt die richtige. So, und so sieht das Setup dann aus. Und damit gehen wir dann raus hier. Wir stellen das Ganze natürlich wieder ein. Erstmal so auf 35 cm und dann raus damit. Und dann stellen wir hier die Geschwindigkeit. R drücken, Geschwindigkeit auf Maximum. Dann Shift drücken. Und in dem Moment, wo der Fisch kommt, einfach nur schnelles Einkurbeln. Und der Fisch ist dran. So easy ist das dann mit der Pose. Auch hier wieder Schnur nicht so ganz auf dem Wasser treiben lassen, sondern eher ein bisschen hochnehmen die Rute. Shift schon mal gleich halten, sobald dann der Fisch dann anbeißt. Shift drücken, linke Maustaste und einkurbeln. Natürlich kann es auch hier passieren, dass mal ein Fisch nicht hakt. Aber im Großen und Ganzen ist es deutlich einfacher. Und wenn hier drauf jetzt ein dicker, fetter Döbel geht, dann können wir langsam die Bremse nach oben ziehen, bis dann eben in den roten Bereich von der Action Bar und können den Fisch dann einfach müde drillen und uns reißt hier einfach nichts ab, wenn wir eben die Bremse richtig einstellen. Deswegen erstmal die Bremse ein bisschen locker lassen und dann, wenn was reingeht, können wir immer noch die Bremse nach oben drehen. Bei den Ködern können wir auch noch etwas rumspielen. Das heißt, anfangs kann man ja nur einen Köder verwenden, wie gerade auch schon auf der Stippe. Wir können natürlich auch hier die Made verwenden, die Zuckmückenlarve, die Fliege, wie gesagt hier die Borkenkäferlarve und natürlich auch die Würmer. Aber ich sag mal, die wichtigsten Köder gerade für Hase sind Caster, der jetzt gerade schon drauf ist. Also der normale Caster, vielleicht die Made noch oder auch mal die Zuckmücke. Also das sind so die am besten funktionieren. Und dann später eben in Kombination einfach auch hier Caster mit Made kann man zum Beispiel kombinieren. Borkenkäfer ist natürlich jetzt gerade die Kombination aus dem Discord. Also Borkenkäfer und Mistwurm, auch das werfe ich nochmal raus. Gucken wir mal, ob da noch was Dickes drauf reingeht. Hier können jetzt dann natürlich aber auch deutlich schwerere Fische reingehen. Gerade mit so einer Köderkombination, wenn man das später dann freigespielt hat, hat man natürlich einen deutlich größeren Köder und lockt dadurch natürlich auch gerne mal die größeren Fische an. Und da ging es schon gerade runter. Ah, doch noch gekriegt. Na, und da geht er rein. Jetzt habe ich die Bremse gerade recht locker. Das heißt, ich drehe jetzt langsam hoch. Jetzt klackert schon nicht mehr. Perfekt. Na, da geht der erste Barsch auch schon rein, der erste kleine. Und so stellen wir dann auch Stück für Stück die Bremse ein. Er hat halt aufgehört, jetzt gerade in die Bremse zu gehen. Oder die Bremse ist halt nicht mehr durchgedreht. Und dementsprechend lasse ich die jetzt erstmal auf 12. Das ist alles noch ganz entspannt. Und wenn gleich noch ein etwas dickerer Fisch reingeht, da kommt der nächste jetzt gerade schon. Zack. Auch gehakt. Ja, siehst du, reicht. Dreht nichts durch. Doch, so ganz leicht, aber so passt das. Und der nächste Hase. Ja, so und so weiter. Und damit macht man dann eben richtig gut Cash. Gucken wir mal gerade rein. Nach Preisen sortieren. Ein so ein Hase bringt 10 Silber fast. Bäm, das ist schon richtig nice. Also, das schmeckt schon richtig. Hier die kleineren, naja, die sind halt noch ganz okay. Aber wenn man das eben vergleicht, ne, hier so ein Rotauge mit 800 Gramm bringt nur 3 Silber. Also das lohnt sich nicht so wirklich. Lauben übrigens auch alle gerne mitnehmen. Auch das lohnt sich immer wieder. In den 20 Minuten jetzt hier schon quasi das gesamte Setup, was ich gerade verwende, erangelt. Über 70 Silber. Kaffeeaufträge kommen auch immer mal wieder rein. Guck mal hier, Laube ist gerade noch drin für 20 Silber. Haselaufträge sind auch immer wieder drin. Barsch mache ich jetzt natürlich auch noch eben voll. Denn die 10 Silber nehme ich auch eben schnell mit. Die 5 unmaßigen, die hat man auch leicht dabei. Speziell für Barsch funktioniert Zuckmücke auch nochmal immer wieder gut. Und dann läuft das Ganze. Ja, so viel zum Haselangeln und diesen Spot.
Also, ich werde noch weiter testen und ich hoffe natürlich auch, dass hier noch die ein oder andere Trophy reingeht. Und, hoppala, da ist schon wieder was drauf. Und mal sehen, ob ich auch so viele Trophys hier noch rausziehe wie der Dark Mind Assassin. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht gewesen hier. 270, 290 Gramm, 250 Gramm, 278 Gramm und Gründlingstrophy war auch noch mit dabei. Also, das läuft. Okay, ich muss den Mistwurm hier runter machen. Zu viele Barsche auf den Wurm. Ich bleibe auf Caster. Borkenkäfer teste ich mal in Kombination. Und dann gucken wir mal, ob das hier läuft. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr live auf Twitch und YouTube. Petri.